Das 21. Jahrhundert klappt den Rechner zu und geht hinüber zum 20. Jahrhundert. Beim Hinübergehen furzt es leise. Wenn die Geschichte einen Zweck hätte, dann den, der Zukunft eine Ausrede dafür zu liefern, warum sie einen ein Leben lang bescheißt, hintergeht, ausbeutet und verarscht. Über alle Kanäle, Outsourcing des Hasses. Die Zeit steht der Revolution immer im Weg. Wir sind der outgesourcete Hass, der übrig bleibt vom spätmodernen Wachstum. Wir fühlen sich einfach vom globalen Prozess verlassen. Alleine sind ja vielleicht noch erträglich, wenn man so jemanden mal alleine erwischt. Da denkt man sich, ja, ist er vielleicht auch irgendwie menschlich. Oder vielleicht sogar liebenswert. Oder vielleicht ist das nur eine Phase oder so. Georg, vielleicht ist das ja gar nicht so ein Arsch. An der Grenze war es wieder on. Da schossen. Die Neuen lassen sich so lange von Smartphones und Fertigsuppen was erzählen, solange sie in Smartphones schauen und Fertigsuppen schlürfen. Man darf den Protest nicht den Idioten überlassen. Und bei den prekären, ausgebeuteten, kreativen, freischaffenden, unterm Robot leidenden Bauern, da fängt es an. Es sind missbegabten Körpern. Müssen wir eine einfache Geschichte von der Heimat erzählen, in die dieser Körper sich dann verkriechen kann, indem das Staatliche mit dem Privaten dann nicht mehr zu trennen ist. Dass das Österreichische gar nicht gibt, also existiert ja auch die rechtsstaatliche Gewalt hier auch nicht. Also runter! Schau ich ein letztes Mal. Weiteres nach Anzweidetschen. Niederknüppel! Ich bin hier rechts, aber von hier aus gesehen links. Es ist aber links, was da unten nach rechts aussieht. Aber ob ich schon ganz klar sehe, das traue ich mir noch nicht zu sagen. Es kümmert diese Gesellschaft sich nicht um das, was sie nicht sehen möchte, Hans. Es organisiert sich hier ein Widerstand. Und spürt im Herzen gerade eine Revolution? Fast scheint es, als existiert die Masse nur als Erregung. Vor allem die männliche Masse. Die existiert nur, wenn sie sich erregt, der Mann. Nur, wenn er sich ausbreiten kann als Masse. Hat die Revolution keine Spuren bei dir hinterlassen? Es war, würde ich sagen, eine leidenschaftliche revolutionäre Nacht. Im frisch gegründeten Wiener Parlament wird der vom Publikum eingebrachte Roboterbefreiungsantrag diskutiert. Hört ihr, wie das Kapital über den Planeten hetzt? Wie der Mehrwert weltweit die Erde umgräbt? Wir wollen endlich einmal eine richtige Freiheit! Aber der Fortschritt und der Robert, die haben uns immerhin einen Sinn geschenkt. Ja, das Kapital muss befreit werden, das sehen wir am Ende ganz genauso. Außerdem ist die parlamentarische Demokratie ja noch eine recht junge Staatsform. Was sind sie denn, unsere Werte? Es entfaltet sich mal das Kapital zu seiner vollen Pracht. Wenn nämlich nicht mehr sicher ist, ob ich User bin, Produzent oder Konsument, dann erst gucke ich recht fast um. Dann erst dann baden wir im Schaumbad der totalen Entfaltung aller Produktivkräfte. Das ist ja interessant. Hört auf euer Herz. Die Robotdienstleistung muss ein Ende haben. Die kaiserliche Kontrarevolution bricht los. Es wird endlich Zeit, dass wir
Berlin wieder sauber restauriert und glatt geschossen wird. Alles Terroristen. Da treffen zwei, drei, vier, fünf Kugeln. Und was soll's, schrei ich. Unserem Planeten ist eine einzige große